Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, mal wieder live aus Berlin. Und so, ich habe heute meine Tochter Weinhaus mit dabei. Komm mal her. Heise! In meinem Transenzimmer, frisch aufgeräumt, also so ordentlich sieht es normalerweise hier nicht wahnsinnig aus. Wahnsinnig dreckig, ihr seid nicht hier drin, es riecht auch. Und guck doch mal. Das ist süß hier, guck mal. Das ist Morfin-Fett. Ich bin halt 40. Mit 40 wird man irgendwann fett, Weinhaus. Du warst mit 30 auch schon fett? Das stimmt nicht. Komm, wie schlank die ist. Nee, guck mal da hinten, guck mal. Siehst du das? Da hinten hab ich das auch. Okay. Das ist aber ein bisschen. Also du hast Muffinfett und ich habe die Strumpfhose wurscht, gell? So, und wir testen heute Dutten. Und zwar, ich habe eine große Kiste mit ganz, ganz vielen Perücken, die ich nicht wegschmeißen kann, weil ich kann Perücken nicht wegschmeißen. Perücke. Und ich muss die alle aufheben. Nee, das stimmt nicht. Wenn du eine nicht mehr leiden kannst, dann drehst du die mir an. Genau. Dutte ab. Ach so, ja. Dutte ab. Festgesteckt, ich dumme Sau, ne? Oh, bist du das, ey. Und wir können auch noch alte Fummel von mir tragen. Das ist ja auch noch der Plan. Weil du wolltest ja das anziehen. Warte mal, Weinhaus. Was mir mal zu. Nee, komm. Das hat keine Knöpfe. Mach mal zu. Oh, das. Nee. Wie, nee? Dreh dich mal rum und beug dich mal nach unten, dass es die Leute aussehen können. Nee, in die Knie gehen. Wie, das geht nicht zu. Das hat mir früher gepasst. Ja, auch wirklich? Scheiße, ich bin halt dick geworden. Weinhaus, aber du siehst toll aus. Guck mal, wie toll du aussiehst. Du bist so wunderschön. Wir sind der Denver-Clan. Du bist so wunderschön. Aber geht es nicht zu? Der Reißverschluss ist auch schon rausgerissen. Okay, gut. Ich sehe auch fett aus. Wirklich furchtbar. Okay, wir testen jetzt meine alten Dutten. Das ist Tante Tiffy. Ja, das stimmt. Mann, also Stefan Kuschner, ich mag dich echt gerne, aber ich will nicht deinen Schweiß jetzt anziehen. Muss ich das echt? Ja. Weinhaus, zieh es auf. Was? Zieh es auf. Ist das ein Schnittmuster für ein Kleid? Aber ich find's ja, du siehst toll aus wie Gisela Sommer, siehst du ein bisschen aus. Sieht aus wie Jackie Beat. Ich frag mich gerade, was ist denn hier? Ist das nicht die von deiner Mutter? Ich weiß gar nicht, was das für eine Dutte ist. Ich kenne die gar nicht. Jurassica? Ja? Ich freue mich so. Ich kenne die gar nicht, die Dutte. Was ist denn das für eine Dutte? Die ist bestimmt von mir. Ich kenne die nicht. Das ist keine Dutte, das ist ein Haarring. Ich passe da gar nicht rein. Sieht doch ich meine, die ist halt auch... ist wie eine echte. Ist wie eine echte. Ich wollte schon immer mal 1982 mit pinken Haaren Silvester feiern. Ja. Und ich glaube, mit dem Kleid kriege ich das auf jeden Fall hin. Ja. Mach mal zu. Saum und Stretch. Also von daher, es passt ihm. Guck mal, wie toll du aussiehst. Guck mal, wie süß das ist. Was ist denn mit diesen Haaren eigentlich los? Ich verstehe es nicht so genau. Ich finde, hier steht es. Guck mal, das ist... Ist sie aus wie meine Mutter? Ja. Ist sie aus wie meine Mutter? Sehe ich jetzt auch gleich aus wie deine? Na, wahrscheinlich nicht, ne? Deine Mutter ist ja immer rasiert. Aber schön eigentlich. Ich finde, so könnte man auch mal die Wettervorhersage machen. Genau. Du machst Saarland und ich mach NRW. Wie toll. Also wirklich Weihnachts. Ich sag ja immer, du musst blond sein. Seht ihr das? Kannst du bitte mal dein Telefon mal leise stellen? Das ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, wer ist denn das? Ich sehe aus wie die einzige bei CNN, die noch nicht sexuell belästigt wurde, sagt Klaus Tölle. Ich hab sie gemeint. Ach so, du siehst aus wie die einzige von CNN, die noch nicht sexuell belästigt wurde, sagt Klaus Tölle. CNN. Ist das ein Allrounder? Ist das vorne und hinten gleichzeitig? Nein. Ach, da. Synthetisches Fieber aus Japan? Jetzt setzt sie auf. Aber süß. Ist frech. Ganz auch, ne? Frech. Ganz keck. Die habe ich mir mal gekauft. Da ist sogar noch das Schild drin. Ne? Ich sehe aus. Weil ich die nie getragen habe. Ja. Oh, das sieht aber süß aus. Weißt du, wie ich aussehe? Wie hieß sie von den Tagesthemen? Tagesschau? Du meinst hier die Berghoff? Ja, ich bin Dagmar Berghoff! Dagmar Berghoff. Ja, aber süß. Oh. Guck doch mal. Du kannst ja alles tragen, Weinhaus. Bin die bereit. Warte mal, das machen wir doch gleich mal für Instagram, oder? Ja, gerne. Süß. Schneller. Warte
Warte mal. Ich kann mich an diese Perücke überhaupt nicht erinnern. Warum hab ich die? Ich kenne die gar nicht, die Dutte. Ja, doch mal schon wieder. Ist gar nicht blöd, guck mal. Guck mal, wie süß du schon wieder aus. Die kenne ich noch. Die gab es mal attraktiv bereits. Ja, das ist meine attraktive. Die fand ich Magazin so toll. Es ist endlich wieder Donnerswoch. Donnerswoch, 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 Donnerswoch. Donnerswoch, Donnerswoch, Donnerswoch. Die habe ich in der 7. Staffel getragen, als Moderatöse. Das ist immer diese Kette mit den großen bunten. Wie hast du nicht mehr? Die frech auch. Also sehr frech auch, ja stimmt. Ich bin Malibu Stacy. Aber wirklich sehr modern. Du siehst sehr hipsterig aus. Ich wohne in Florida. Ich mach gern Skating, da am Strand entlang auf diesen betonierten Wegen. Ja. Und ich glaube, ich arbeite bei Hooters. Heißt es, ne? Dieses, ach so, du bist so eine Sexarbeiterin, die bei Hooters arbeitet. Das heißt, nein. Ach doch, das heißt nicht mehr Nutte, ne? Das heißt Sexarbeiterin. Nee, ich bin Bedienung bei Hooters. Das ist ein Tittenrestaurant und ich heiße Stacy. Und ich wohne in Malibu. Ich bin deine Mutter. Ach, guck mal. Das war ganz süß. Jetzt bist du Brigitte Mira. Das ist ganz süß auch. Guck mal, da habe ich damals, da habe ich diesen Ansatz, habe ich selber angemalt. Mit Edding oder mit Nagellack? Mit Copics-Stiften. Weil es gab früher noch keine Dutten mit Ansatz. Das hat mir Stella Destroy damals, 2010 oder so, hat die mir das verraten, dass man es anmalen kann. Das sieht halt ein bisschen natürlicher aus. Ja. Also mir wie fühlst du dich gerade? Das fühle ich gerade gar nicht. Ich muss ein anderes Kleid anziehen. Ich weiß nicht, die Malibu. Oh ja! Oh, kann ich das Leberwurstkleid anziehen? Ja, gerne. Kannst du mein Reißverschluss aufmachen? Ja. 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 Dann zieh ich das andere an und du das Leberwurstkleid. Ich nehme Leberwurst und du Teflon. Ja. Muss man da unten rein, Java? Ja. Vor der Kamera, bitte. Das hat auch eine. Kenn ich dieses? Das ist hier zusammengetackert. Das kann der. Da passt doch rein. Meinst du? Nein, bitte. Bin ich im Bild, Klaus Tölle? War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Guck mal hier. Genau deine Hautfarbe, Weinhaus. Und auch sehr groß. Ich meine, du bist halt auch zu schlank. Du bist halt auch zu schlank. Ich sehe aus, als hätte ich eine sehr große Wurstpelle angezogen. Die Haare. Ich brauche mal Haare, ne? Haare, hör mal. Warte mal. Kann ich den Windhund anziehen? Ja. Ich sehe aus wie eine von diesen modernen Federlampen, die es immer übergibt, die wahnsinnig schnell einstauben. Guck mal, süß. Wie süß du schon wieder aussiehst. Weißt du, was das ist? Ja, weißt du, das ist ein Look, das ist eine Wahrheit. Das ist ein Look. Das ist ein Look. Das ist ein Look. Das ist eine Wahrheit. Aber ich liebe das Haar. Das ist von Laila Licious, eine gute Freundin von mir. Das heißt Laila Lucius. Laila Lucius. Und ich finde wirklich, die Haare sind großartig. Ja, die sind auch sauschwer. Ja. Ja. Riechen ein bisschen nach Disco. So, weiter geht's. Das ist die Vorstandsvorsitzende. Die CEO, ne? Ja. Warte mal. Hast du die Brille noch dazu? Bestimmt. Aber ich muss kurz noch. Ich könnte auch Mozart sein. Okay, ich sitze auch erstmal was auf. Warte mal, das setz auf. Ja. Setz auf erstmal was auf. Warte mal. Die kenne ich gar nicht. Ich kenne die alle gar nicht. Die Dutten. Ach so, guck mal, das ist auch süß. Sharing is caring.